Es ist Mario mit seinen besten Freunden, aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Was ist bloß los? Sie fragen sich, wer von ihnen wohl der größte Held ist, der Superheld. Ein Superheld muss sehr stark sein, sagt Wario. Donkey Kong kann auf jeden Fall mit seiner unglaublichen Kraft prahlen. Oder ist Mario vielleicht der größte aller Superhelden? Oder vielleicht Prinzessin Toadstool? Halt, stopp! Wir dürfen auf keinen Fall Yoshi mit all seiner Energie vergessen. Du meine Güte, sie streiten sich. Jeder möchte der größte Superheld sein. Halt, macht mal eine Pause! Möchte wirklich jeder von euch ein Superheld sein? Dann lasst uns gemeinsam überlegen, was einen Superhelden ausmacht. Muss ein Superheld wirklich nur stark sein? Einen wahren Superhelden machen Courage, Weisheit und... und Freundlichkeit aus. Wenn ihr alle Superhelden sein möchtet, habe ich eine Idee. Wir benutzen die Warp-Röhre in Toad City und begeben uns in ein Abenteuer. Derjenige, der bei diesem Abenteuer am besten abschneidet, ist der Superheld. Aber... ich weiß leider nicht, welche Gefahren euch erwarten. Möchtet ihr euch in ein großes, gefährliches Abenteuer begeben? Ausgerechnet Luigi sagt ja. Na, da schauen sie alle. Sie ist zurück, die Mario Party. Wir haben bereits Mario Party 9 gespielt, als es frisch rausgekommen ist, aber die vorherigen Teile habe ich noch nie Let's Played. Seitdem ich Let's Player bin, habe ich mir das fest vorgenommen, denn ich liebe die Serie und jetzt ist es endlich soweit. Somit kann ich euch begrüßen zu Let's Play Mario Party, wobei man eher sagen sollte, Let's Play Together Mario Party, denn dies wird ein Together-Projekt mit meiner Freundin Juli, wie auch schon damals. Es wird auf jeden Fall sehr lustig und spannend, wenngleich ich auch sagen muss, dass ich Mario Party 1, genau wie Mario Party 9, nicht so sehr mag, aber... ich habe es auch nicht wirklich oft gespielt, weil ich von den anderen vielleicht zu sehr verwöhnt war. Sei es drum, ich bin sicher, das wird ein sehr, sehr cooles Let's Play. Außerdem habe ich mir mal wieder ein 100% Let's Play vorgenommen. Das heißt, ja, wir kommen gleich dazu zu sprechen. Vielleicht erstmal ein bisschen was Grundlegendes zu dem Spiel. In Japan kam das im Dezember 1998 für den Nintendo 64 raus. Bei uns erschien es am 9. März 1999 und hat sich bis heute 2,7 Millionen Mal verkauft. Es gab da auch einen, sagen wir mal, Skandal. Ich glaube nur in den USA, aber dazu kommen wir dann später in den Display Parts näher zu sprechen. Jetzt möchte ich euch erst einmal Toad Town oder Toad City zeigen. Das hier ist nämlich gleich mal der... Shop.
von dem wusste ich bisher auch nichts. Also man startet mit 300 Münzen und immer wenn man eine Party gewonnen hat oder je nachdem wie gut man war, bekommt man dafür Münzen und kann sich eben neue Sachen kaufen. Und da wären einige coole Dinge, die zufällig auf dem Spielbrett auftauchen, wie zum Beispiel der Plusblock. Da steht da unten, man erhält zufällig Münzen oder der Minusblock, man verliert Münzen. Das kann natürlich jedem passieren, nicht nur einem selber. Würfel mit 8 bis 10, nur ein Würfel mit 1 bis 3 und man kann den Platz mit einem Mitspieler tauschen. Das hier ist der Robo-Fly-Guy, der erzählt, wie oft man den Stick gedreht hat. Das ist sehr interessant, weil das hat genau mit dem Skandal zu tun. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Ich glaube, das ist für die, genau, das ist für die Soundtracks, wenn man sich die mal anhören will. Der auch, der kann die Stimmen der Charaktere imitieren. Das hier ist eine Anlage, die man sich schnellstens kaufen sollte. Und hier kann man ein bisschen zocken. Außerdem, da oben der Ereignisblock. Da taucht Boohoo, Cooper oder Bowser auf. Leute, die sich mit dem Spiel nicht auskennen, können mit den ganzen Informationen jetzt noch nichts anfangen, aber behaltet sie im Kopf, ich werde euch alles noch erklären. Und zum Start werde ich direkt mal den hier kaufen, damit er schon bei unserem ersten Part oder bei dem ersten Brett eine Rolle spielt, genauso wie der hier. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ist Juli noch nicht da, warum sagt sie nichts? Sie stößt hinzu, wenn ich euch Toad City erklärt habe. Gut, nein, wir wollen nichts mehr kaufen. Hier drüben ist übrigens ein lustiges schwarzes Brett, wo Bowser ausgehangen ist. Mehr kann ich aktuell nicht erkennen. Ich glaube, man kann sich das auch nicht genau angucken. Oder? Zeig mal her da. Nee, es geht nicht. Aber es ist ein nettes Easter Egg. Gehen wir mal raus. Das war der Laden. Hier kann man sich immer mal wieder was kaufen, um die Spiele interessanter zu machen. Und in der Bank, ja, muss ich nicht wirklich erklären, oder? Da sieht man halt alles über seine Finanzen. Bei diesem hier, was macht er nochmal? Genau, bei dem sind die Items aufbewahrt. Die kann man dann gleich mal hier nutzen, oder? Ich möchte ihn haben, ja. Und den möchte ich auch haben. So, und jetzt müsste der eigentlich bei dem Brett irgendwo auftauchen, später, wenn wir das Spiel dann starten. Aber ich bin ja noch mitten in der Erklärungsphase. Wie gesagt, hier Items, hier Geld. Hier werden alle Sterne und Münzen in Geld umgewandelt. Hier nochmal die Erklärung. Und wir müssen 100 Sterne sammeln, dann passiert etwas Besonderes. Ja, und was das ist, das werde ich euch natürlich noch nicht verraten, aber das wird eines meiner Ziele im Let's Play sein. 100 Sterne. Sterne sammeln. Wird mit Sicherheit nicht einfach. Okay, gehen wir wieder raus. Hier beginnen wir das Spiel, den Party-Modus, deswegen lasse ich das jetzt mal aus. Das ist das Optionshaus und das ist richtig geil. Achtet auf die Musik. Vor allem die Stimmen. Yeah. Und irgendwann sagt er, welcome, ladies and gentlemen. Na komm. Good evening. Oder good evening, ladies and gentlemen. Es ist so episch. An sich ist der Typ natürlich absolute Spinner, aber wir lassen ihn mal. Bei dem kann man nämlich alles löschen und das wollen wir nicht. Interessante Burger King Cola, die er da links da stehen hat. Aber ja, dafür interessieren wir uns nicht wirklich. Hier können wir die Soundeinstellungen ändern. Monos, Stereo. Wir lassen das natürlich bei Stereo. Und wenn wir die Schallplatte gekauft haben, können wir uns hier auch alles reinziehen. Also nicht wichtig, solange man die Schallplatte nicht hat. Das hier ist das Minispielhaus. Hier können wir Minispiele spielen. Kaufen kann man sie, glaube ich, nicht, wie bei späteren Mario Partys. Wir sind auch alle aufgelistet. Und das Minispielstadion, genau, das müssen wir auch spielen. Aus einem ganz bestimmten Grund, das zählt auch noch zu meinen 100% Let's Play. Gehen wir hier erstmal raus. Das machen wir erst nach dem Party-Modus. Und das hier ist ebenfalls ja, ein eigener Modus, den wir vielleicht spielen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Das kommt natürlich auch auf euer Interesse an, ob ihr da noch Bock habt oder nicht. Weil die Partys, denke ich mal, werden einige Parts schon fressen. Aber es wird sehr lustig werden.
Okay, Freunde, das war's für den Moment. Gleich starten wir die Party zusammen mit Juli. Und dann werden wir euch das ganze Spielprinzip mal erklären. Für diejenigen, die das Spiel besitzen und keine Ahnung haben, es gibt auch einen eingebauten Tutorial-Modus. Aber den lassen wir selbstverständlich aus. Okay, bis gleich. Und da sind wir auch schon zusammen, bereit für die Party. Für die Reise in die Röhre. Richtig. So, und man kann sagen, dass das blind ist. Für dich eigentlich auch, oder? Ja, kann man sagen. Weil ich hab's echt nur ganz, ganz wenig gespielt, weil ich's direkt schlecht fand. Ich hab's euch ja vorhin schon erklärt. Ich kenne im Prinzip kein einziges Brett wirklich ganz. Ich auch nicht. Zwei habe ich nur angeschnitten, und zwar das erste, was wir jetzt gleich spielen werden, und noch so ein anderes mit einem Freund, aber es juckt alles nicht. Ich kenne nur minimal ein paar Minispiele und dann das Brett. Ja. Geh weg von meinem Yoshi. Ja, den will ich mit Sicherheit nicht haben. Ich will natürlich den DK haben. So, und als Computer... Ja, passt doch besser zu dir. Als Computer gibt es Peach und Wario. Und da wir ja noch nicht so erfahren sind, ja, schauen wir mal, wie die Noobs. Wie stark die Normalen so sind. Deswegen stelle ich alle mal auf Normal. Weil wir sind im Prinzip leicht. Wir können ja nichts. Und spielen DKs Dschungelabenteuer. Lüftet das Geheimnis der mysteriösen Ruinen. Der Schwierigkeitsgrad ist ganz unten. Wie viele Runden? Man kann 20, 35 oder 50 also einstellen. 20 haben mir immer ausgereicht bei Mario Party 2. Ja, das ist aber... 50 immer viel zu lang. Das ist aber auch ganz anderes Prinzip in Mario Party 2. Diese, ja. Die erste Mario Party, die läuft noch ein bisschen anders, das wirst du jetzt auch gleich sehen. Ja, wie gesagt, ich kann mich da nicht erinnern. Ja, also wir starten auf einem Brett und Ziel ist es, die Sterne von Toad zu kaufen. Die kosten immer 20 Münzen. Und ja, bis dahin ist mir das auch klar. Ja, aber vielleicht nicht den Leuten. So, jetzt labert der erstmal. So. Das ist so ein weiblicher, deswegen sprich du ihn mal. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Cooper und werde euch herumführen. Ja, dich drücken, das mache ich schon. Eine Legende erzählt, dass darin ein großer Schatz versteckt sei. Wenn ihr den Schatz sucht, werdet ihr ihn sicher finden. Aber Vorsicht, hier sind viele Fallen versteckt. Betretet auf keinen Fall die Fragezeichenfelder, da ihr auf ihnen nicht sicher seid. Also dann, lasst uns die Startreihenfolge bestimmen. Warte, jetzt kann man sich entscheiden, ob man sehr schnell drückt oder ob man wartet. Aber ich empfehle euch, so schnell wie möglich auf A zu drücken, weil wenn eine Zahl gezogen wurde, dann ist die weg. Man kann also nicht zweimal jetzt eine 6 würfeln zum Beispiel. Ja, aber das Gute ist, wenn und die 1, 2 und 3 würfeln, kannst du ja, dann, dann natürlich schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ich konnte das früher immer so abstimmen, so abschätzen. Der Würfel ist aber kein normaler Würfel, denn die Zahlen, die man bei Mario Party würfeln kann, die gehen zwischen 1 und 10. Also 10 ist das Höchste und jetzt direkt mal auf Glück hoffen. Komm. 5, naja. 4. Shit, jetzt habe ich die Kleine. Scheiße, damit bin ich Dritter. Das ist schlecht. Ja, Peach hat direkt mal den Vogel abgeschossen mit der 10. Damit ist sie Erster und der andere Ziggy auch. Also Zweiter halt. Dann ich und Yoshi Letzter. Das heißt Letzter. Vierter heißt es. Letzte damit steht die Reihenfolge fest. Wir bekommen 10 Euro Hartz IV zum Start. Und wie gesagt, für 20 Münzen können wir den Stern kaufen. Und Toad wechselt immer seine Position. Jetzt am Anfang ist er da hinten. Okay. Wenn man den Stern gekauft hat, dann nimmt er eine andere Position ein. Und man muss halt auch ein bisschen taktieren. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mitspieler ganz nah beim Toad ist, dann wird man es selbst nicht mehr schaffen. Und dann muss man halt überlegen, okay, wo könnte denn als nächstes der Toad hingehen? Wobei, das ist ganz random. Es ist wirklich random, aber man kann halt schon bestimmte Bereiche eingrenzen. Am ärgerlichsten ist, wenn der Toad auf das Feld geht, wo du draufstehst. Ja, weil dann darf man ihn nämlich nicht kaufen. Ja. So, Peach hat jetzt direkt mal ein Sternfeld berührt. Das bedeutet, sie hat ein Einzelspieler-Minispiel für sich selbst. Also wir können jetzt hier nichts machen. Sie können ihr nur zuschauen und hoffen, dass sie runterfällt. Sie kann hier etwas gewinnen. Ich glaube, Geld. 10 Münzen immer. Okay. Also, nee, mehr. Da ist ein Münzsack. Ein Münzsack bringt 5 Münzen, eine normale Münze bringt eine Münze. Und sie muss halt hier jetzt wohl von Feld zu Feld springen. In den späteren Mario Partys kann man das einstellen, dass die Einzelspielerspiele nicht gezeigt werden. Aber hier hat man wohl noch nicht so weit gedacht. Deswegen müssen wir uns leider das angucken. Kostet uns Zeit, aber so dämlich wie sie ist, dauert es wohl doch nicht so lang.
Naja, immerhin 5 Münzen. Das ist schon relativ viel in dieser Mario Party. Ja, dafür, dass sie nur einmal hüpfen muss. Oder nein! Oh, man muss das Ziel erreichen. Ach so, ja gut. Das heißt, sie hat nichts dann bekommen. Dann war es wohl nix, ne? Opfer. Ja, ich konnte noch gar nicht hier viel erklären. Am besten erkläre ich immer das aktuelle Feld, wo jemand drauf landet. Das hat mich jetzt voll schockiert, wo man jetzt nur die Köpfe da sehen konnte. Ja. Wario ist auf ein blaues Feld gelandet. Das bedeutet, er bekommt 3 Münzen gut geschrieben. Das rote Feld ist 3 genau... 3 Minus. Ja, 3 weg. Und außerdem spielt es auch noch eine Rolle bei der Auswahl der Minispiele. Es gibt nämlich... 4 gegen 4, 2 gegen 2, 3 gegen 1 und jeder gegen jeden. Das war ja 4 gegen 4. Ja, also im aber Prinzip es gibt 3. Auch noch so Kampfminispiele. Nein, die gibt es hier nicht. Okay. Also jedenfalls weiß ich nichts davon. Und blau, wenn halt 3 auf blau landen und einer auf rot, ist halt 1 gegen 3 und alle auf blau, dann ist es alle gegen alle, ganz klar. Ja. So, ich muss jetzt mal kurz die Karte anschauen, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock jetzt den Typen da zu bezahlen, aber ich muss es wohl tun, weil hier geht man nur im Kreis rum und ich muss ja nach oben. Ich muss ja gleich 2-mal zahlen. Ey, ja. Ihr seid ja echt Arschlöcher, Mensch. Ja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Das ist jetzt hier so ein kleines Ereignis. Wie gesagt, er verlangt Geld, weil er ein Arschloch was? Ist. Ja. Und dann wechselt er auch direkt die Position und steht jetzt hier links. Moment mal, wenn ich... Ja, ich muss sowieso da lang. 3 Münzen, gut. Jetzt bist du dran. Ich möchte hier auch nochmal erwähnen, dass ich einen Hass auf Yoshi in Mario Party habe. Weil, ja, ich weiß nicht wieso, aber gegen ihn habe ich immer das größte Duell und das ist Ironie des Schicksals, dass Yoshi immer, dass Juli immer Yoshi spielt. Ja, ich habe ihn immer gespielt. Ja, also als, ich das gehört hatte, war ich wirklich schockiert. Und das wird sich jetzt durch die ganzen Let's Plays ziehen, weil es gibt richtig viele Teile von Mario Party. Und alle in allen sind Yoshis dabei. 9, ja. Und nicht Donkey Kong überall. Das kotzt mich so übel an. Ab Mario Party 5 gibt es nämlich nur noch Tort und Donkey Kong ist verbannt worden. Warte mal, ich muss mir das durchlesen. Ich soll den Raum erleuchten. Es wird doch eh nix. Zum Treten drehen. Ja, du musst es einfach drehen und halt erleuchten. Ist nicht so schwer zu verstehen, ne? So schnell ich kann. Ja. Ich muss es drehen, als im Uhrzeigersinn drehen. Ja, ja, ja. Weil ich komm... Wie geht's Start ist hier. Okay. Ich komme mit dieser Drehbewegung nicht klar. Ja, also ich würde hier auf jeden Fall gewinnen, aber wir haben wenige Minispiele vorher geübt und im Drehen war sie echt miserabel. Mal sehen, wie das jetzt aussieht. Die Musik ist schön. Ah, los, geh an! Geh an! Komm schon, Licht! Nein, Licht. Komm schon, Buhu! Schnapp sie! Komm! Nein, schneller! Nein. Komm, das ist mach, doch Licht! Das mach. Ist doch Licht! Was? Ja. Das war doch Licht! Das war doch Licht, Mensch! Nichts! Das war doch Licht, das hat doch geleuchtet! Und du kriegst sogar Geld abgezogen! Ja, wie kann ich was abgezogen bekommen, wenn ich nichts habe? Scheiße! Aber du hättest was abgezogen bekommen. Ja, das ist voll lame, dass man da was... Naja, ja, jetzt hole ich mir das wieder... Das ist nämlich wirklich lame, denn man wieder. Bekommt nur in Mario Party 1 Strafen, sage ich jetzt mal. In den späteren ist das nicht mehr so. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich gut, dass ich das erstmal gespielt habe und dann gesehen habe, okay, ich habe jetzt verloren, habe Geld verloren. Dann habe ich mich richtig aufgeregt. Ja, so ist es halt wie im Real. Oh, geil. Das ist mein Lieblings... Hexagon-Chaos, das heißt doch woanders bei Mario. Ich liebe auch dieses Spiel. Richtig. Wo er die Fahne zeigt und du musst sofort auf dieses Feld gehen. Und da werden wir uns jetzt schön bashen. Das war nämlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Meins ja auch. Aber ich kenne es auch nur aus Mario Party 2, weil das Lame ich ist, dass, auch nur aus Mario dass manche Minispiele sowohl in Mario Party 1 als auch in Mario Party 2 existieren. Und dies ist eines davon. Ja, aber es ist ja das gleiche Prinzip, von daher sollte ich es eigentlich schaffen. Der Toad hebt jetzt gleich eine... Was ist mit mir? Darf ich es erklären? Siehst du mich nicht als Konkurrent? Hebt eine Fahne und auf dieses Feld muss man dann sofort gehen. Jetzt gelb und wer zu lahm ist, der fällt runter. Man kann jetzt natürlich noch ein dreistes Arschloch sein und das hier machen. Also auf ihn draufspringen oder eine Stampfattacke ausführen im richtigen Moment, dann schadet man den Gegnern, aber... Meistens schneidet man sich damit ins eigene Fleisch, deswegen lasse ich es jetzt lieber und hoffe auf meinen Skill. Ja, ich bleib auch lieber stehen. Das Dumme ist, wenn die manchmal so springen. Ja, genau. Man macht eine Stampfattacke und dann das fliegt man nochmal so hässlich weg. Das Sinnvollste ist immer, sich in der Mitte einzuordnen. Oh nein. Oh, gut gelandet, gut gelandet. Das hätte auch schief gehen können, weil ihr merkt ja, das wird alles jetzt immer schneller. Jetzt wollte ich dich abdrängen, verdammt. Ja, sie ist leider nicht schlecht in den meisten Mario Partys für den N64. Oh, fuck. Deswegen könnte das hier wirklich ein ernstes Duell werden.
und es geht schon mal in die erste Runde hier bei Hexagon Chaos. Scheiße. Tschüss. Nein, wie bist du denn da vorbeigekommen? Ich bin da hoch. Hallo, ich bin doch so dick, wie kannst du da vorbeikommen? Ja, danke, du hast so einen riesen Umfang. Tja, das wird jetzt spannend. Fuck! Scheiße, ja. Mann! Gib auf endlich! Vergiss es, ich gebe niemals auf! Verloren! Du bist ein Arschloch! Ja! Ja, toll! Aber so hättest du nicht verloren! Verarscht, Mann! Ja. Das müsste ich eigentlich einfach ausnutzen. So ein Pisch. Ja, normal kannst du ja nicht gewinnen. Du musst dich ja durchmogeln. Was heißt durchmogeln? Das ist alles regelkonform. Ja, trotzdem ist es durchmogeln. Und das hier ist ein besonderes Feld. Hier darf man dann entweder nochmal würfeln oder man muss aussetzen. Wenn man den richtigen Pilz erwischt, also in dem Fall den Fliegenpilz, dann darf man nochmal und bei dem Giftpilz muss man... Ja, genau, klaut alle Münzen von ihm, das mache ich dann. Muss man pausieren. Und der Buhu ist, wie ihr seht, ein Spurst. Ja, nur eine Münze. Man kann nämlich hier kostenlos Münzen von einem Mitspieler klauen oder für 50 Münzen einen Stern. Und nochmal für alle, der Stern ist das Wichtigste. Was macht denn der da? Das Wichtigste von dem ganzen Game. Und Bowser, ja, der ist natürlich auch ein Arschloch. Wenn man bei dem vorbeigeht, kein zu großes Video. Dann wird er einem richtig Feuer unter den Hintern machen. Also den sollte man meiden. Ganz klar. So, und wir haben ja eigentlich die Boxen eingestellt aus dem Itemladen. Also sollte irgendwo bei einem blauen Feld oder vielleicht auch bei einem anderen Feld... So eine Magic Box kommen. Gibt es entweder 20 Münzen oder einen Stern? Nein, eben nicht. Das gibt es hier nicht. Man muss diese Boxen selbst kaufen und dann... ja, schau den Part einfach an am Anfang. Da kann man im Itemladen so bestimmte Boxen kaufen. Ja, zum Glück kannst du von mir nichts stehlen. Warum? Achso, du hast ja nichts, weil du pleite bist, weil du nichts bist. Peach, gib mal ein bisschen Geld her. Aber wenn die nicht so viel Geld haben, dann kriegt man auch vom Buhu nicht viel. Immerhin kostet es nichts. Später kostet der Buhu 5 Münzen. Ach, obwohl, ich bin zufrieden. Das ist schon 18 Münzen, ich vergiss es. Aber dafür klaut er dann später auch mehr. Okay, ich könnte... Nee, ich kann doch nicht. Mit 20 Münzen kann man da durch, andernfalls nein. Oh, Giftpilz. Ich hab da einen kleinen Trick... wie man immer den richtigen Pilz bekommt. Ich werde es dir aber nicht mitteilen. Danke sehr. Also es klappt meistens nicht immer. Mhm. Jetzt muss ich gerade schauen, wo ist denn der Stern? Der ist da, ne? Aber dafür muss ich jetzt wieder zahlen. Ja, und dann muckse ich dir noch Geld ab und... Ach, dann wird es aber knapp, du. Wie soll ich denn das machen? Tja. Das kann ich eigentlich gar nicht schaffen. Oh. Außer du schaffst es vielleicht nicht zum Buhu. Ja, ich probiere es, weil vielleicht habe ich Glück mit dem Minispiel. Aber es gibt nämlich auch welche, da kann man mehr als nur 10 Münzen bekommen. Ah. Vielleicht. Also, wenn mir Fortuna huldig ist, dann wird's was. Obwohl, es reicht mir sogar nur 10 Münzen. Wenn du jetzt schlecht würfelst, jedenfalls. Und naja, du hast schlecht gewürfelt. Ja, aber dann musst du auch noch gut würfeln. Ja, klar. Oder das Minispiel gewinnen. Das auf jeden Fall. Oh, Fahnenwirbel, das kenne ich doch. Ja, das wird wieder ein Duell werden. Ja, zwischen uns. Scheiße. Also, ach, dieser Aso. Ihr merkt, sie ist nicht so schotzlos wie in anderen Let's Plays. Hier könnte es durchaus interessant werden. Dieser Assi hier, der hebt entweder die weiße oder die rote Flagge und da ist ein A oder ein B abgebildet und man muss es ihm gleich tun. Wer zu langsam oder es falsch macht, der fliegt und der raus. Und er täuscht manchmal an. Also ja, es ist ein Assi. Schwein, Mann. So, Ruhe bitte. Ein Arsch. Das ist normal. Jetzt wird er schneller. Und Juli unsicherer. Vergiss es. Okay, der erste fliegt. Ja. Scheiße. Der zweite fliegt und dann sind nur noch ihr beide. Hau ab jetzt! Hau du ab! Ja, wann entscheidet denn auf Schnelligkeit, Mensch? Hau sie jetzt weg, du Spaten! Vergiss es!
glaube, wir können das noch 5 Stunden lang spielen. Will der mich verarschen hier, oder was? Jetzt hau ich dich ab, ich drücke dich gleich bei dir A. Vergiss es. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will nicht, dass du den Stern bekommst. Es kann doch nicht sein, dass du das jetzt hier so durchziehst. Aber, also in Mario Party 2 unterbindet er das. Dann macht er irgendwann mal auf Schnelligkeit, aber hier haben sie wohl noch nicht so weit gedacht. Dumm Idioten, ey. Ja, wie lange wird das jetzt so gehen? Nein! Boah, bist du ein Depp! Adieu, au revoir! Ja, das ist doch auch echt scheiße. Was ist das für ein Abfuck? Ja, was denn? Du musst dich konzentrieren, Junge. Ja, das ist ja ewig. Es kann ewig so weitergehen. Ich hoffe, dieses Minispiel kommt nie wieder, weil das ist echt lame, hey. Ja, das ist ja ewig da. Ja, eben. Das ist ein 5-Stunden-Let's Play. Ach ja, übrigens, ich möchte kurz noch anmerken, dass das Spiel Betrug ist. Und ich lag das jetzt nicht einfach so, es ist wirklich so. Ich werde es auch gleich beweisen. Es ist auch wirklich so. Du weißt es auch? Ja, warum? Du hast mal recht. Ja, bei ein paar Spielen ist es Betrug. Nein, weißt du auch warum und wie ich es belegen werde? Oh Gott, das klaut ja von mir. Oh, super, jetzt habe ich das gar nicht mitbekommen. Du kannst hier eh nichts dagegen machen. Ja, aber ich könnte doch A drücken. Nein, eben nicht. Nein, das geht hier noch nicht. Hier geht im Prinzip noch gar nichts. Ja, es gibt auch keine Items. Also in späteren Spielen gibt es noch Items, die das Spiel sowas von geil machen. Aber hier, die gab es selbst hier noch nicht. So, warum ist das Spiel Betrug? Ich mache mal kurz einen Save State. Das war jetzt ein Fehl. So, ich hoffe, ich habe gespeichert. Ich drücke nochmal. Genau. Ja, jetzt würfle ich. Und es ist eine 10. Ich reloade. Es ist wieder eine 10. Warten wir mal länger. Es ist immer eine 10. Wieso denn? Weil das Spiel verdammt nochmal von A bis Z strukturiert ist. Der Gewinner steht im Prinzip jetzt schon fest. Okay. Ja, das Spiel ist Betrug und da kann niemand was dagegen sagen. Es ist Betrug. Das ist so lame und ich habe leider zu viel gewürfelt, Mann. Und ich würde jetzt ein bisschen reloaden, den Safe State, aber ich werde immer wieder eine 10 würfeln. Weil das Spiel will, dass ich den Stern nicht kriege. Es will es. Und ich kann es nicht verhindern. Das ist der Betrug. Ja, wahrscheinlich nimmt er von ihm nur eine Münze weg, weil das Spiel will, dass er den Stern bekommt oder sowas. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es Betrug. Der 3, ja, das kann gut sein. Das ist ja das Lame. Und das ist der größte Grund, warum ich diese Mario Party hasse. Okay. Es gibt ja auch keine Items und gar nichts. Man kann das Spiel fast nicht beeinflussen. Die Würfel sind gezinkt und höchstens die Minispiele kann man ein bisschen beeinflussen und dann wird das eventuell neu berechnet. Wie könnte ich denn jetzt hier den Yoshi gewinnen lassen zum Beispiel? Oder wie kann ich denn jetzt noch den Wario gewinnen lassen? Es ist Betrug. Ja, ich habe den Stern nicht. Das ist ich werde ihn wahrscheinlich doof. Auch nicht schaffen. Alles, glaube ich, wurde noch nicht erklärt. Aber uns ist leider die Zeit ausgegangen. Das heißt, wir sehen uns demnächst bei dem Minispiel gestrandet wieder.